den Gesprächen eben mit Leuten von der Stadlers Community. Wie ist es eigentlich mit Rücktransport und auch Covid-Abdeckung? Weil die wird ja sehr, sehr oft gefordert mittlerweile in Ländern zur Einreise. Und da kann ich sagen, also auch bei den meisten Versicherern oder Krankenversicherungen, die wir so anbieten, natürlich auch bei unserem Rahmenvertrag, dass Rücktransport und Covid-Abdeckung selbst im günstigsten Tarif mit dabei sind. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei der nationalen Krankenversicherung. Man kriegt auch bei Abschluss eigentlich immer einen sogenannten Proof of Insurance, also eine Versicherungsbescheinigung. Die kann man in Englisch, in Spanisch, in Französisch und natürlich auch in Deutsch haben, wo eben draufsteht, dass man eben gegen Covid versichert ist und eben auch, dass der Rücktransport mit drin ist, weil eben das ganz, ganz viele Länder bei der Einreise fordern von den Leuten, dass das nachgewiesen werden kann. Es gibt nur ein Land, was da so ein bisschen eine Ausnahme ist. Das ist aktuell immer noch Costa Rica, die eben noch diese quarantänebedingte Übernahme von Kosten verlangt, worauf die meisten Krankenversicherungen aber das eben nicht machen, weil es keine medizinische Leistung ist, Quarantänekosten im Hotel zu übernehmen. Aber auch hier haben wir mittlerweile einen Partner, den wir da anbieten können. Das ist eine kleine Zusatzversicherung, mit der man eben dann einreisen kann ins Land. Mittlerweile braucht man das auch als Geimpfter gar nicht mehr, diese Option. Aber das ist noch so ein bisschen die einzige Ausnahme, die es da so gibt. Ansonsten kommt man mit der nationalen Krankenversicherung, zumindest die, die wir in unserem Portfolio haben, eigentlich in jedes Land der Welt.